In diesem Video stelle ich dir 5 Entspannungstechniken vor, mit denen du Stress sofort und langfristig eliminieren kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Das Wichtigste auf dem Weg zum dauerhaften Erfolg ist Balance. Wer immer wieder durchgehend arbeitet und überhaupt keine Pause macht, der kann langfristig keinen Erfolg haben. Das ist ganz einfach so. Denn auf eine Phase der Anspannung muss immer eine Phase der Entspannung folgen. Das gilt für Mikro- und auch für Makrozyklen. Dabei ist es aber nicht so, dass beispielsweise feiern gehen und sich volllaufen lassen, kiffen, am Handy die ganze Zeit abhängen, unter Erholung und Entspannung zählt. Ja? Im Gegenteil, diese Möglichkeiten sind unnatürlich, meines Erachtens nach, und führen auf lange Sicht wiederum zu Leistungseinbrüchen. Aus diesem Grund habe ich dir meine 5 bewährten Entspannungstechniken zusammengesucht, die ich dir in diesem Video vorstellen werde. Top-Techniken für Entspannung zwischendurch. Technik 1, bewusste Atmung. Kaum eine Technik hat mir auf dem Weg zu mehr Entspannung mehr geholfen als die bewusste Atmung. Ja, dabei ist diese Technik denkbar einfach. Nachdem ich eine intensive Arbeitsphase abgeschlossen habe, konzentriere ich mich auf meine Bauchatmung und atme 3-mal hintereinander tief ein durch meine Nase und durch meine Nase aus. Und dabei konzentriere ich mich darauf, wie sich mein Bauch anhebt und wieder senkt. Diese Technik ist großartig und du wirst merken, innerhalb kürzester Zeit wirst du dadurch einen Zustand der Entspannung verspüren. Du wirst viel besser mit Aufgaben abschließen, ohne den Stress von der einen Aufgabe, die Anspannung mit in die nächste zu nehmen. Und du versorgst deinen Körper natürlich mit mehr Sauerstoff, wodurch du wiederum konzentrierter arbeiten kannst. Ich kann dir auch sehr empfehlen, diese Atemtechnik einfach zwischendurch durchzuführen. Ja? Einfach mal zwischendurch während der Aufgabe tief einatmen und ausatmen. Das ist enorm hilfreich. Technik 2, achtsames Gehen. Achtsamkeit hat mein Leben enorm positiv verändert. Früher bin ich von einem Termin direkt zum nächsten gehastet. Dadurch sind immer mehr Gedanken aufgetreten, immer mehr Anspannung, bis ich irgendwann ein komplettes Wrack war. Ja. Dann habe ich das Konzept der Achtsamkeit und insbesondere des achtsamen Gehens entdeckt und konnte damit mein Stresslevel enorm reduzieren. Ziel der Übung ist es, mit der gesamten Aufmerksamkeit von Moment zu Moment bei der Atmung und beim Gehen zu sein. Ja, und das ist auch schon das Besondere daran, denn du kannst diese Übung jederzeit während des Tages sofort durchführen. Alles, was du dafür machen musst, ist gehen. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Du hattest eine anstrengende Unterrichtsstunde, kommst aus dem Klassenraum und du kannst dich anschließend im achtsamen Gehen üben und dein Stresslevel sofort reduzieren und wieder im gegenwärtigen Moment sein. Du musst nichts weiter machen bei dieser Übung, als wahrzunehmen, was genau beim Gehen in deinem Körper vor sich geht. Ja? Spüre, wie du mit deinem Fuß, mit der vorderen Fußsohle aufsetzt, wie dein Gewicht sich verlagert auf den anderen Fuß, wie du dann abrollst und wie du dann wiederum mit dem nächsten Fuß ausholst, um wieder zu gehen. Und durch diese Übung konzentrierst du dich so sehr, dass dein gesamter Fokus auf diesem Gehvorgang ist. Dadurch holst du deine Aufmerksamkeit von negativen Gedanken, vom Stress. Ja, man kennt das ja, diese Gedankenspiralen, holst du die weg, richtest die auf den gegenwärtigen Moment und bist konzentriert. Und das führt sofort zu einem Gefühl der Entspannung. Und schon nach wenigen Schritten wirst du fokussierter sein, entspannter und kannst dann so direkt wieder in den Tag starten. Technik Nummer 3, progressive Muskelentspannung. Eine meiner absoluten Lieblingstechniken. Ich habe diese Technik immer ausgeführt vor Auftritten, vor wichtigen Prüfungen und Klausuren, vor Seminaren. Ja, und dementsprechend, ich kann dir sagen, sie ist sehr hilfreich und funktioniert ganz einfach und schnell. Du kannst sie im Stehen durchführen, im Sitzen. Das bleibt vollkommen dir überlassen. Wie funktioniert das Ganze? Atme einige Male tief ein und aus, so wie in Technik 1 erklärt. Konzentriere dich dabei auf deine Bauchatmung. Und dann spann alle Muskelpartien deines Körpers an, die du willkürlich anspannen kannst. Atme davon noch einmal tief ein und dann spann alle Muskelpartien an. Oberarme, Unterarme, Beine, Bauch. Ja, und halt das Ganze. Du musst jetzt natürlich nicht irgendwie so in der Öffentlichkeit stehen, aber du kannst ja im Stehen wirklich so
einmal alles anspannen, für 10 Sekunden halten und dann ausatmen. Und sofort kommt ein wohlig warmes Gefühl der Entspannung auf. Ja. Du hast dich mit Sauerstoff versorgt und zusätzlich dazu hast du dein Cortisol-Level gesenkt, denn durch diese künstliche Entspannung wird eben auch dieses Stresshormon Cortisol abgebaut. So bist du perfekt vorbereitet für die nächste Aufgabe, mit Sauerstoff versorgt und du bist eben entspannt und top konzentriert und dann kannst du direkt die nächste Aufgabe angehen. Techniken für langfristige Entspannung. Technik Nummer 4, Meditation. Das Meditieren gehört mittlerweile seit Jahren zu meinen wichtigsten Techniken, die ich täglich ausführe. Du hast die Möglichkeit, durch die Meditation deinen Geist dauerhaft von Gedanken zu befreien, dadurch fokussierter zu sein, entspannter zu sein und du kannst die Meditation nutzen, um die innere Stille in dir zu finden. Ich habe bereits ein ausführliches Video zum Thema Meditieren gemacht. Das Video findest du hier oben mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wenn du häufig störende Gedanken hast oder Konzentrationsprobleme, dann sieh dir das Video unbedingt an. Es wird dir auf jeden Fall helfen. Methode Nummer 5, Ruhetag und Waldbesuch. Ich habe lange Zeit in meinem Leben 7 Tage die Woche und bis zu 14 Stunden pro Tag gearbeitet. Dieses enorme Arbeitspensum hat mich irgendwann erdrückt. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, mir einen Tag pro Woche rauszunehmen, an dem ich einen Ruhetag einlege. An diesem Tag entspanne ich mich. Ich arbeite nicht, ich achte darauf, dass ich mich auf meine Regeneration konzentriere und dadurch bin ich deutlich leistungsfähiger geworden. Wähle einen Wochentag aus, an dem du weder lernst noch arbeitest, bevorzugt natürlich der Sonntag. Plane für diesen Tag einen 2- bis 3-stündigen Waldbesuch ein und führe diesen Besuch alleine durch. Lass alle elektronischen Geräte zu Hause. Dein iPod, dein Handy und konzentriere dich stattdessen auf deine Umgebung, auf das Zwitschern der Vögel, auf die Stille im Wald, auf die Bäume und auf die Stille in dir selbst natürlich. Und ich kann dir sagen, wenn ich von diesem Waldbesuch zurückkomme, dann bin ich jedes Mal so energiegeladen und komplett bereit für eine neue erfolgreiche Woche. Mit diesen 5 Techniken wirst du schaffen, ein angenehmes, entspanntes Leben voller Bestleistungen zu erzielen. In diesem Sinne, ich fliege am Freitag, dem 21. Juli, in den Urlaub. Und ich bin dann für eine Woche im Urlaub. Ja, ich habe mich schon seit Januar nicht mehr entspannt, weil ich durchgehend an der Lernplattform gearbeitet habe und hier an dem YouTube-Channel. Dementsprechend werde ich in dieser Zeit mal komplett abschalten. Ich werde keine Nachrichten beantworten, keine Kommentare beantworten. Und dementsprechend bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr euch gegenseitig unterstützt und auch so weiterhin natürlich euch vorbereiten könnt. Wenn ich dann in einer Woche zurück bin, Leute, ich kann euch sagen, ich habe so hammermäßige Projekte für euch vorbereitet, so geile Videos und ich habe euch lieb. Es wird eine verdammt geile Zeit werden. Ich freue mich auf die kommende Zeit mit euch und wir sehen uns dann im nächsten Video nach dem Urlaub. Bis dahin, euer Erfolgscoach Joe.